Bitte schön. Herr Kauder, wenn Sie anderen vorwerfen, dass Sie falsch zitieren, sollten Sie selber auch richtig zitieren. Ich habe hier gesagt, dass dort, wo Sie auf der Bundesebene für ländliche Räume Verantwortung tragen, und das habe ich an mehreren Beispielen deutlich gemacht, Sie das Gegenteil gemacht haben. Sie haben in der Städtebauförderung die ländlichen Räume benachteiligt. Sie haben bei der Breitbandversorgung versagt. Sie haben bei der Breitbandversorgung versagt. Das ist so. Sie haben bei vielen anderen Bereichen, nehmen Sie die Gemeindeverkehrsfinanzierungsmittel, das ist ÖPNV im ländlichen Raum, das wird jetzt um die Hälfte gekürzt, die Zuschüsse, das wird Katastrophen in den nächsten Jahren in ländlichen Räumen auslösen, und dafür tragen Sie die Verantwortung. Und ich kenne mich nicht so gut aus in den Details in Baden-Württemberg wie Sie, aber ich kann Ihnen mal Sie bitten, die Kollegen von der CSU zu fragen, der Herr Hinsken sitzt dort. Was der Herr Seehofer ausgelöst hat mit seiner Zukunftskommission, wo er genau das gefordert hat, was uns der Herr Liebing versehentlich vorgehalten hat. Da hat er gesagt, die starken Stärken. Das war ein Proteststurm in Niederbayern im ganzen ländlichen Raum. Der Seehofer musste extra 5 Stunden hinkommen, um die Gemüter zu beruhigen, hat auch einen großen Forderungskatalog dort entgegengenommen, aber nichts davon ist umgesetzt. Und deswegen gilt der alte Satz, nicht reden, sondern handeln. An den Worten, an den Taten müsst ihr sie erkennen. Und deswegen machen Sie doch nicht hier einen großen Bohai, sondern sorgen Sie dafür, wo Sie die Verantwortung tragen, dass auch wirklich was getan wird für die Stärkung ländlicher Räume. Das Wort hat nun Edmund Geisen für